Oder habe ich denn noch kleine da? Guck mal, da sind noch Sätze. Ah, das sind noch kleine Farne. Dann setze ich kleine Farne und die lasse ich hier. Und mache die dann groß. So, also die großen Blumen. Hier, hier. Und da noch. Ja, jetzt fehlt aber noch was. Die roten Rosen. Da haben wir sie. Okay, und dann will ich die Hecken auch noch dazu haben. Das sind unterschiedliche. Okay, Eichenlaub. Und das hier für den Fall, dass ich doch nochmal auf die Idee komme, solche haben zu wollen. Okay, so, dann diese hier. Daher und die kleinen Blumen. Ja, passt natürlich jetzt nicht in eine Reihe. Hm, dann mache ich das so, dass ich die Tulpen da oben hinsetze. So, und diese dahin. Und damit dürften wir eigentlich alles haben. Vorläufig, aber Moment mal, ich kann ja noch davon und davon. Und ich würde gerne noch den einen oder andere, die ein oder andere Melone da mit dazu haben. Das heißt, wir müssen rübergehen zum Feld. vom Lager aus, nee, von der Schmiede aus, glaube ich, ist kürzer. Schmiede, ja. Und ja, jetzt ist die Frage, wie muss ich die Dinge abbauen? Mit der Axt ja nicht. Mit der Spitzhacke muss ich die dann abbauen. Es wird dunkel. Ah, das sind noch nicht alle nachgewachsen. Nee, das war verkehrt. Also doch mit der Axt. Nein, auch nicht. Ja, wie dann? Mit der Schaufel? Auch nicht. Einfach so mit der Hand? Mit der Behutsamkeitsspitzhacke. Ah ja, doch, damit muss es auf jeden Fall jetzt gehen. Ja, damit geht's auch. So, ja, da ist wieder Platz für weitere. Na, sind schon Monster da. Das gefällt mir gar nicht, dass es schon Nacht ist. Da rechts hinter mir ist eins. Ja, aber sonst halten sie sich noch zurück. Und was ist das für eins? Ich glaube, eine Spinne. Ah, ne, das ist ein Zombie. Vom Bewegungsmuster dachte ich mir, das könnte eine Spinne sein. Aber nein, das ist ein Zombie. Der kommt aber hier nicht rein. Weil hier eine Mauer drumherum ist. Und die Gatter alle zu sind. Alle zu sind, bis auf das da vorne, wo ich reinkam. Ja, ich will schon ordentlich sein, das wieder anbauen hier. Oh ja, Fackel ist nicht schlecht. Habe ich jetzt alle gebaut? Ja, habe ich. Okay, dann nehme ich mal die Fackel in die Hand und sieh zu, dass ich hier wieder rauskomme. So, Gatter zu. Ich kann ja mal hier drin, wenn ich dann hier reinkomme, mal übernachten. So, das mache ich eben wieder weg. Und das dazu. Oh ja, ich kann gleich nochmal ein kleines Abendessen zu mir nehmen und dann ab ins Bett. So, mal wieder hier im Schuppen übernachten. Und von hier aus kann ich mich dann gleich teleportieren. Ja, dahin. Okay, wo will ich jetzt anfangen? Irgendwo da vorne. Ja, noch ein bisschen weiter vorne. So, hier. Also, ich glaube aber, dass ich hier doch alles gemacht habe. Oh, ne, da muss ich noch. Und da habe ich eine Mauer hingezogen. Oh ja, okay. Ja, dann also mal los mit den großen Blumen. Setze ich mal eine Rose hin. Auch hier keine Rose hin. Und... ja, und da noch einer. So, da passt aber auch noch was hin. Zum Beispiel... ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier da hinsetzen. So. Hier passt auch eine Sonnenblume hin. Und, das war's eigentlich. Erstmal. An großen Blumen. Ah ja, aber hier. Ah, hier würde sich aber auch ganz gut eine Hecke machen, ne? So, und dann nochmal eine... oh, in einer anderen Farbe. So, das genügt. Ja, und den Rest mache ich mit kleinen Blumen voll. Komm, wenn ich schon hier bin, dann bleibe ich immer so bei einer Ecke und mache das hier mit kleinen Blumen und so weiter und so fort. So, oh ja, noch ein paar Tulpen. Weiße Tulpe. Und hier können noch ein paar Tulpen hin. Auch eine weiße. Diese hier, die ich so gerne mag. Von der Farbe her meine ich jetzt. Komm, wir machen jetzt noch eine rote hin. Das hier
Alles voller Tulpen steht. Da steht schon natürlicherweise eine. Ach ja, Farne. Ich kann ja nicht ohne Farne. Da musst du doch. Hier zum Beispiel. Da ist Platz für einen Farn. Jetzt brauche ich aber noch. Ja, das muss ich mal. Oh, wo mache ich das hin? Dahin. Sinnigerweise eigentlich bei den Farnen. Ja, gut, geht jetzt nicht. So. Ja, da haben wir unseren Farn. Und dann kann ich den Rest hier noch so vollhauen hier. Ja, da noch großes Gras. Großes Gras mag ich sehr gerne. Aber die großen Farne mag ich lieber. Okay, dann hätten wir das hier. Oh, gibt doch noch ein großes Gras. Ja, von mir aus. Könnten wir denn hier auf der Rückseite? Ja, nö. Das passt so. Das ist gut so. Ja, dann bleibe ich gleich hier. Dann nochmal große Blumen. Nein, das war zu weit. So, eine große Blume hier. Zwei Rosen da. Da vorne. Ja, also der Baum ist auch ein bisschen klein da irgendwie. Finde ich. Was mache ich denn hier? Hier. Ich glaube, da mache ich irgendwie gar nichts einfach. Da kann er mal. Da kann er mal noch ein Kürbis hin. Genau. Und da vorne so einer. Ja, genau. Auch hier. Oh, zum Beispiel. Na, vor dem Baum natürlich eher nicht so. Machen wir ihn dahin. So. Haben wir noch ein paar kleine Blümchen hier. So und dies. Ja, das finde ich auch hier. Das Rot, das lila Farbe hier. Plöpp. So. Da noch. Ja, ich matsche dann im Schleim rum die ganze Zeit. Oh ja, Sonnenblume. Sonnenblume. Haben wir da mal noch eine kleine Ansammlung von Sonnenblumen. Da oben, da. Und da noch eine. So, und hier noch eine große. Und dann kommt, oh, Farn. Ja, genau, Farn. Ohne Farn geht's nicht. So, da, großer Farn und der Rest hier einfach so mit. Dieser Schleimzeug hier. Aber wenn es sich gut macht, da, dann muss es eben sein. Oh nein, jetzt bin ich. Okay, nee, alles gut. Man will da gar nicht hin. So, wunderbar. Das passt hier auch so. Da kann ich auch mal so drum. Ah, aber wie wär's denn hier? Ach komm, da will ich gerne einen kleinen Zaun hin haben. So, und zwar von hier aus. Ja, einfach mal so. Der muss ja nicht ganz durchgezogen sein. Aber dann passt hier eine Hecke hin. Jetzt stehe ich schon wieder im Schleim. Ach. Da muss das Gras hier mal weichen. Ja, und ich auch. Damit ich nicht wieder im Schleim stehe. So. Ach, guck mal, da sollte ja noch ein Baum wachsen. Ja, da soll er mal. Ansonsten würde ich sagen, passt das hier? Und hier dazwischen. Ja, da soll erstmal der Baum wachsen. Das wäre sinnvoll. Was machen wir denn hier hin? Da könnten wir mal so eine Gruppe an Rosen machen. Hier so Pfingstrosen. Ja gut, ich will es jetzt nicht gleich übertreiben. Nee, das ist zu viel. Ja, der Baum hier. Umzingelt von anderen Pflanzen. Oder, Moment mal, da fehlt ja noch was. Hier. Ja, da kommt Knochenmehl. Oder nee, hier eine Rose hier da vorne. Oh ja. Und davor auch nochmal. So. Aber sage und schreibe mal kein großer Farn. Oh, ich will hier raus aus dem Schleim. So. Ach so, da ist ja der Baum wieder. Komm, wachs doch mal. Oh, oh.
Ja, doch. Ah, jetzt falle ich auch noch ins Wasser. Der ist jetzt auch nicht besonders groß, aber der gefällt mir hier so. Das ist gut. Dann werde ich mal die Wachstumshilfe da wieder wegmachen. Oh, aber halt, die... Ja, die kommt auch weg. So, und den Stein auch. Sehr gut. Eben was essen. Also ich glaube, das geht jetzt recht schnell hier. Es ist ja nicht jetzt besonders kompliziert, was ich hier mache. So, dann. Und nochmal so eine hier. Da mal was hin. Dann haben wir da noch Platz für Rosen. Und da Flieder an die Ecke. Ja, und der Rest hier mit Knochenmehl. Ein bisschen Knochenmehl dran. Oh ne, das wollte ich gar nicht, aber okay. Ja, schön so. Da noch was hin. Da noch was hin. Ja, gut. Nicht allzu viel, denn da soll ja noch das eigentliche Feldfrüchte ja sein. Ja, gut, aber passt so. Da habe ich ja den Zaun gemacht und da... Nö, da mache ich den Zaun. Ach nee, da mache ich eine Hecke hin. Genau, da kommt eine Hecke hin. Und zwar so eine. Die ist ein bisschen durchsichtig. Ja, okay. Und da bleibt offen, dass man da... Dass man auch da reingehen kann. Ja, doch. Ha, so. Ja, schön, das gefällt mir. Oh ja, aber hier ist ja noch Platz. Da kann ich auch noch was machen. Oh ja, da fällt mir was ein. Ich habe ja noch die Idee, dass ich... Oh, oh, halt, halt, halt. Moment, da ist er noch. Da ist der Setzling noch. Ja, ich mache auch da mal was hin. Oh, Moment mal. Ich glaube, der ist groß geworden. Oh, ja. So ganz groß jetzt auch nicht, aber es ist schon ein etwas größeres Exemplar. Ja, ja, doch. Das gefällt mir so. Also, ich hatte die Idee, dass ich ja mal wieder zu dem... Dings hingehe, zu diesem einen unterirdischen Raum da, wo ich diese ganzen Pflanzen mal geholt habe und das wieder auffülle, denn ja, ich weiß zwar nicht, warum das da ist und wozu das sein soll, obwohl ich es mir denken kann, aber ich habe mich da so fleißig bedient, obwohl das nicht meins ist und naja, das gefällt mir natürlich nicht. Ich will das gerne alles wieder zurückbringen. Und ich habe ja jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und deswegen wäre es ja nicht verkehrt. Also das könnten wir dann ja mal angehen, wenn ich hier fertig bin. Also ist das erstmal nur so eine Idee, die mir sehr gut gefällt, muss ich dazu sagen. Also das wäre schon was, ne? Aber gut, ich muss es einfach nur machen. Einfach mal hingehen und schauen, was denn so fehlt. So, hier... Oh, Moment mal, es wird ja schon wieder Nacht. Hier kann ich auch noch ein paar Farben hinsetzen. So, und Knochenmehl drauf. Einfach mal schauen, was da so fehlt alles. Ich weiß es ja gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe da schon ordentlich geplündert. Aber dank des Knochenmehls, das ich ja nun in Massen habe, oder zumindest haben kann... sollte es mir ein leichtes sein, das alles wieder aufzufüllen. Ist eben ein bisschen Arbeit, aber ich will das mal im Hinterkopf behalten. Ne? Ich finde das ganz, ganz richtig so, dass ich das mache. Aber, achso, das ist nur Erde. Aber das muss noch ein bisschen sich gedulden. So, da noch ein bisschen... Ach nein, ich will hier nicht reinfallen. So, nö, das ist da in Ordnung so. Und hier kann ich ein paar kleine Blumen hinsetzen. Hier so, zack. Wo ist denn die blaue? Die hat sich da wieder irgendwo hingeschlichen. Ja, das ist manchmal so bei diesem Ding. Oh, davon habe ich ja noch gar nichts. So, da sind wir gleich ganz viele. Auch noch ein paar. Ja, gut so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, bei dem
Inventar-Dings, das ich habe, wo ich da so durchrutschen kann überall. Das hat manchmal diese, oder das hat so grundsätzlich diese Angewohnheit, dass es eine Spalte irgendwie oder eine Zelle dann so behält und dann kommt man da, dann rutscht man da irgendwie so durch. Ich weiß nicht genau, wie das gedacht ist. Naja, gut, ich muss eben damit klarkommen. Ich habe mal ausprobiert, ob ich das abschalten kann, aber kann ich nicht. Ist nicht möglich. Deswegen bleibt es einfach. Erstmal. Oh, da passt ja noch eine Hecke hin. Nehme ich mal die hier.